erstmal, momentan ist ja hier in der Schweiz, wir sind jetzt hier in Bern, momentan ist ja hier in der Schweiz das Thema, dass einige Jugendliche ihren Lehrerinnen die Hand nicht gegeben haben, wenn ich richtig gehört habe. Und wir als Muslime haben hier eigentlich die Pflicht, auch aufzuklären. Denn in Deutschland oder in der Schweiz ist das so, dass wenn man jemanden den Handschlag verweigert, das ist ein Zeichen von Disrespekt. Das heißt, ich respektiere dich nicht, ich will mit dir nichts zu tun haben, hau ab, gib mir nicht die Hand. Und wenn dann jemand sagt, ich gebe Frauen nicht die Hand, versteht man dann darunter, aha, der respektiert die Frauen nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Sachen richtig erklärt. Denn wenn ein Muslim einer Frau nicht die Hand gibt, macht er das nicht, weil er die Frau nicht respektiert, sondern eigentlich, weil er die Frau respektiert. Das ist genau das Gegenteil. Das heißt, ich habe nicht das Recht, einfach jeden anzufassen, sondern ich habe nur das Recht, eine Frau anzufassen, in einer bestimmten Situation, nämlich, wenn ich mit ihr verwandt bin oder wenn ich mit ihr verheiratet bin. Das heißt, ich habe nicht das Recht, eine Frau, die vielleicht mit jemand anderem verheiratet ist oder die nicht mit mir verheiratet ist, einfach so anzufassen. Das geht zurück auf Sure 24, Vers 31 und 31, wo es heißt, man soll seine Blicke senken. Daraus haben die Fuqaha, das heißt Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed bin Hanbal, abgeleitet. Das heißt, das ist nicht die Meinung von irgendwelchen Radikalen, das ist die klassische Position des Islams, die aber im Kulturislam in vielen Ländern verloren gegangen ist. Deswegen sind viele sich dessen nicht mehr bewusst, dass es in allen vier Rechtsschulen, klassischen Rechtsschulen des sunnitischen Islams, nicht erlaubt, seiner Frau die Hand zu geben. Abgeleitet von dem Vers, dass man seine Blicke niederschlagen soll. Ja, weil man die Blicke niederschlagen soll, das heißt, man soll eine Frau noch nicht mal angucken, außer in Notwendigkeit, dann ist die Berührung erst recht verboten. Wenn Allah beispielsweise sagt, in Sure Isra, dass man zu seiner Mutter noch nicht mal Uff sagen soll, dann kann man natürlich erst recht zu seinen Eltern noch nicht mal Uff sagen soll, dann kann man natürlich erst recht nicht zu seinen Eltern Esel, Schwein oder was auch immer sagen. Das ist verboten. Und natürlich, wenn man eine Frau noch nicht mal anschauen soll, im Gegenteil zu dem, was in Köln formuliert wurde oder beziehungsweise versucht wurde zu suggerieren, dass diese besoffenen Asozialen dort die Frauen angetatscht haben, weil sie ja so islamisch sind. Ja? Man darf die Frau noch nicht mal angucken, geschweige denn anfassen. Das heißt, das ist ein Zeichen des Respekts eigentlich. Und das ist die rote Ampel zwischen Mann und Frau. Es gibt gewisse Schamhaftigkeiten in verschiedenen Ländern. In einigen Ländern ist es normal, gang und gäbe, dass man sich zum Beispiel Küsschen links, Küsschen rechts auf die Wange gibt, zwischen Mann und Frau. In anderen Ländern ist das eine Schande. In manchen Ländern ist es normal, dass die Ehefrau mit einem anderen Mann eng an eng tanzt. Aber das würde in anderen Kulturen gar nicht gehen. Bei uns gibt es eine rote Linie. Die rote Linie ist die Berührung zwischen Mann und Frau. Das ist wie die rote Ampel zwischen Mann und Frau. Ihr wisst zum Beispiel, ihr steht hier in der Schweiz oder auch in Deutschland oder in Österreich, steht man manchmal an der roten Ampel und man schaut nach rechts, 100 Meter weit, es kommt kein Auto. Man schaut nach links, 100 Meter weit, es kommt kein Auto. Aber man hat sich an die Regeln zu halten, weil wenn man anfängt, die Regeln zu übertreten, dann herrscht auf einmal Chaos. Genauso hier. Es gibt im Islam eine gewisse Regel, das heißt, die Mann und Frau berühren sich nicht. Hier muss man auch etwas erwähnen, die Frau berührt auch den Mann nicht. Bei mir zum Beispiel in der Schule von meinen Kindern, als meine Frau mitgegangen ist, die Frau gibt dem Direktor nicht die Hand und ich gebe der Lehrerin nicht die Hand, die Leute haben das akzeptiert. Aber man muss ihnen das auch klar machen, man muss freundlich sein. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu jemandem kommt und die will einem die Hand entgegenstellen und macht so, dann denke ich, was ist das denn für ein Bauer? Ja? Was ist das für ein Bauer? Aber wenn man sagt, Entschuldigung, bei uns ist es so, dass wir nicht die Hand geben, das heißt nicht, dass ich sie nicht respektiere oder ihnen etwas Böses will, sondern es ist einfach bei uns ein Bauer. Ich habe bisher immer, wenn ich es so erklärt habe und mit der roten Ampel und so weiter, haben die Leute gesagt, die haben gesagt, okay, kein Problem, ist wirklich nicht böse gemeint, tut mir leid, auf diese Art und Weise. Deswegen muss das freundlich vermitteln, nicht auf die Art und Weise vermitteln, so nach dem Motto, hey, musst du mir die Hand geben, so auf diese Art und Weise. Oder manche, die sagen gar nichts. Einmal ein Bruder, der geht in der Moschee, ja, und dann ist da eine Frau und er gibt den Männern an die Hand, bei der Frau macht er so. Ist ein Lächeln, die denkt, der ist bekloppt, was lächelt der mich so? Was ist der Sinn jetzt? Deswegen bei diesen Sachen immer freundlich sein. Tut mir leid, ich möchte Sie nicht beleidigen, das ist doch nicht böse gemeint. Bei uns ist es so, dass es nicht erlaubt ist, dass eine Frau einen Mann berührt, mit dem sie nicht verheiratet oder verwandt ist.
oder ein Mann eine Frau berührt. Weil das ist wichtig, weil oft denken so, aha, die Frau ist was Unreines, die darf man nicht berühren, ist ja nicht so. Sondern die Frau berührt ja auch den Mann nicht, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und deswegen ist das wichtig, und auch für die Muslime in der Schweiz, das so den Menschen klar zu machen, auch für die Muslime, die es nicht praktizieren, sind Muslime. Aber sie sollen nicht den Muslimen, die der klassischen Meinung des Islams folgen und der klassischen Interpretation von Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed Hanbal folgen, die sollten die nicht kritisieren. Im Fiqh al-Shafi'i-Buch, Umdat al-Salik, steht zum Beispiel, dass es auch bei den Hanafiten nicht erlaubt ist. Weil manche denken, bei den Hanafiten wäre das erlaubt, weil die Berührung des anderen Geschlechts nicht das Wudu, nicht die Gebetswaschung abdespricht. Das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt viele Dinge, die verboten sind, die aber nicht die Gebetswaschung brechen. Wenn jemand stehlen geht, ist verboten. Muss er sich danach nochmal neu waschen fürs Gebet? Muss er nicht. Das eine hat also mit dem anderen nichts zu tun. Wie gesagt, ich hoffe, dass das dem einen oder anderen hilft, denn unser Ziel muss es sein, aufzuklären. Wir sind keine Religion des Zwanges. Allah sagt in Surah 2, Vers 256, La ikrah fi din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Wir wollen niemanden zwingen, sondern wir wollen Menschen aufklären und einladen. بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى.